So, Freunde, 100 Fragen vom Amir an mich gestellt. 100 Fragen, nur ich, echte Gefühle. Amir packt mich. Wir gehen jetzt sofort runter. Plus die besten YouTube-Preise aus Düsseldorf. Amir hat sie für euch durchgeboxt. Wir legen sofort los. Attacke. Okay. Boah, zeig mal. Hallo zusammen. Zeig mal. Der Amir, Hammer. Der Amir hat gesagt, heute gibt es einen Roast. Heute gibt es 100 Fragen knallhart an den Henry von Laufenberg. Es sind 100 Fragen. Ja. Ich hoffe, du kannst sie zügig beantworten. Ja. Ja, das wäre super lieb. Reicht auch manchmal nur ein Ja und Nein. Du sagst, aber wenn bei mir der Redefluss einsetzt, dann sind wir verloren. Ja, hoffe ich, dass es noch ein zweites YouTube-Video gibt. Fangen wir an. Ja. Wie viel Zeit verbringst du morgens vor deinem Kleiderschrank? 10 Minuten. Welche Luxusmarke ist deine absolute Lieblingsuhr? Ferrari. Luxusmarke Uhren? Ja, stimmt, Uhren. Ja, ja, ja. Aha. Dann würde ich sagen, Audemars. Audemars. Welches Hobby hast du außer der Arbeit? Eigentlich nur die Liebhaberei zu den Autos zum Beispiel. Was war das teuerste Geschenk, das du je gemacht hast? Eine Hermes-Handtasche. Liest du Bücher? Eher weniger. Eher weniger. Wie viele Stunden verbringst du auf Instagram? Am Tag? Ja. Boah, das ist eine gemeine Frage. Ich würde sagen, mittlerweile wahrscheinlich anderthalb? Eine? Eine, sagen wir eine. Oh, eine, meinst du? Nicht ein bisschen mehr? Sagen wir anderthalb. In Krypto investiert? Genau wie du, nur mit ganz kleinen Beträgen. Gott sei Dank, denn die sind mittlerweile auch nur noch ein Sechstel von dem Wert, was sie damals wert waren. Wie groß siehst du die Auswirkungen von Kolomatsch auf den Graumarkt? Auswirkungen von Kolomatsch auf den Graumarkt? Ich denke, durch die Videos haben wir schon einen relativ großen Einfluss eigentlich auf den Markt, weil wir halt auch einfach die Leute informieren. Also wir informieren ja auch wirklich den Kunden ganz aktuell, wie die Ware gehandelt wird, wie die Verkaufbarkeit ist und so weiter und so fort. Rauchst du? Nur Zigarre. Was würdest du machen, wenn du nicht Verkäufer bei Kolomatsch wärst? Dann würde ich mit Autos handeln. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen eigentlich immer thailändisch. Das könnte ich jeden Tag essen. Das tue ich im Übrigen auch hier in der Firma. Rolex Pre-Owned-Programm sinnvoll? Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein großer Schritt für Rolex. Also auch Einfluss auf diesen Markt zu nehmen und dann praktisch wieder über das Händlernetzwerk das Ganze mit einem hohen Maß an Seriosität auch aufzuziehen. Auf der anderen Seite ist es einfach für uns kein Konkurrenzkonstrukt, weil wir die Ware viel, viel schneller und viel unkomplizierter kaufen, verkaufen und handeln. Zeigst du gerne, was du hast? Eher nicht. Bist du sicher? Was war das lustigste oder skurrilste Fanerlebnis, das du hattest? Mich hat zum Beispiel einmal, da war ich auf dem Geburtstag eingeladen, auf der Domplatte hat mir jemand hinterhergerufen und ich dachte mir, okay, ich habe mich umgedreht und derjenige kam zu mir, wenn er zuschaut, beste Grüße an der Stelle und dann sagt er, hör mal, ey, ich muss mich mal mit dir unterhalten, ich habe ein paar Sinnuhren und so und ich würde gerne einfach mal die Modelle mit dir durchsprechen, weißt du, und du kennst mich, ich bin immer zu spät. Ja, ja. Also der hat mich auf der Domplatte, hat er mich quasi abgefangen, ich war gerade auf dem Weg zu einem Geburtstag, natürlich mal wieder eher 10 Minütchen zu spät. Mhm. Und dann haben wir aber das Gespräch noch geführt, haben wir die 10, 15 Minuten haben wir uns genommen. Was hörst du privat für Musik? Vollkommen unterschiedlich. Also von Frank Sinatra über Tom Jones bis hin zu im Studium und als junger Mensch habe ich sehr, sehr viel Rock und Metal gehört. Wie wichtig ist der Erfolg und die Anerkennung? Also Anerkennung ist, denke ich, etwas, was jedem sehr, sehr wichtig sein sollte, wenn man sich Mühe mit etwas gibt. Also ich meine, keiner von uns arbeitet umsonst, das tust du ja auch nicht. Und dass einfach die Arbeit auch gesehen wird, ja, das ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite spricht natürlich in gewissen Zügen auch in einem gewissen Maß der Erfolg zum Beispiel von so einem Kanal auch für sich. Und das ist natürlich auch immer eine ganz schöne Geschichte, wenn man ein Feedback kriegt. Ich freue mich riesig, wenn von Zuschauern beispielsweise ein Feedback kommt. Kommt oft, ja. Weil das kommt oft und das ist wirklich ein tolles Gefühl und das motiviert einen noch mehr. Bist du religiös? Ich bin evangelisch. Ich bin auch evangelisch aufgewachsen und ich würde schon sagen, also ich glaube auf jeden Fall, ich glaube an Gott. Okay. Keine Frage. Hast du Angst vorm Älterwerden? Du, hör mal, also wenn du so ein jung gebliebenes Kerlchen bist wie ich, Amir, dann brauchst du da keine Angst vor zu haben. Patek oder AP? AP, weil es jünger ist. Gibt es eine Eigenschaft, die du an dir selber nicht leiden kannst? Oh, da gibt es bestimmt sehr viele. Dass ich zum Beispiel immer spät dran bin. Das stört mich ungemein und da kann ich nichts gegen machen. Echt, ich habe alles versucht und habe versucht, meine Uhren vorzustellen, habe versucht, früher loszugehen, aber leider Zeitmanagement ist ein großes Problem von mir. Ja. Hast du Tattoos? Nein.
Würde aber eigentlich ein bisschen zu dir passen. Ne? Ja, findest du? So ein Arschgeweih. Aber vielleicht, wollte ich gerade sagen, vielleicht so ein bisschen was, was auch so ein Gag ist. Was magst du an deiner Arbeit am meisten? Eigentlich mag ich es am liebsten, dass ich jeden Tag mit Leuten arbeite, die hier uns besuchen kommen, mit denen du dich dann eben auch über, ja, du unterhältst dich über Uhren, du unterhältst dich über ein Hobby, was ich mit demjenigen teile. Ja, und er bringt vielleicht ganz andere Aspekte mit ins Gespräch ein als ich. Und ja, und dann ist es quasi immer so eine Synergie im Gespräch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Bist du pünktlich? Nein. Welche Uhr war die erste, die du bei Cologne Watch gekauft hast? Die erste Uhr, die ich bei Cologne Watch gekauft habe, war, glaube ich, eine goldene Submariner. Frühstückst du oder einfach leere Magen aus dem Haus? Das ist bei mir immer phasenabhängig, mal so, mal so. Was war der letzte Film, den du dir angeschaut hast? Manta Manta 2. Hat mich nicht so abgeholt, der Film, sag ich dir ganz ehrlich. Schade, ja. JP hat mitgespielt. Ja, genau. Das fand ich auch einen ziemlich coolen Gastauftritt. Ja. Lulu hat auch mitgespielt, Lukas Podolski. Cool. Genau, ja. Wann hast du das letzte Mal Sport getrieben? Ich habe bis zum Mitte meines 20. Mitte in den 20ern habe ich Golf gespielt. Zählst du das? Also kannst du dich gar nicht erinnern. Hallo, was soll das heißen? Lieber Edelmetall oder Komplikation? Lieber Edelmetall. Boah, da kommt der Asi raus. Da kommt der Asi raus, ja klar, eine goldene Uhr, hör mal. Gibt für mich, also ganz ehrlich, Ausdruck. Im Sommer braun gebrannt, weißes Hemd, eine goldene Uhr. Top, 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 top. Super. Wie kann man dir eine Freude machen? Mir, wenn du mir etwas Glutenfreies machst. Der Amir war einmal so nett, da hat er hier ein Bananenbrot mitgebracht, ja, ja. Glutenfrei. Ich habe mich riesig gefreut. Besitzt du mehr wie 10 Uhren? Nein. Lieblingsreiseziel? Juist und Menton in Südfrankreich. Wer hat dich im Leben inspiriert? Auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger. Geil. Ich stehe voll auf Arnold Schwarzenegger und ich finde auch seine Lebensgeschichte sehr, sehr interessant. Ich finde den Typen super. Das Genre, die meisten Filme, die er gedreht hat, gefallen mir einfach sehr gut und sind absolut ein Held meiner Jugend. Wie alt bist du? 37. Was war dein erstes eigenes Auto? Ein Smart Roadster. Automatik oder Handaufzug? Automatik. Der Einfachheit halber. Rolex als Investment? Ja, Rolex ist noch die Marke, die du am ehesten so als Allrounder sehen kannst und somit auch als Investment, denke ich schon. Rot oder Weißwein? Weißwein. Siehst du dich in 10 Jahren noch Uhren verkaufen? Also auf jeden Fall werde ich in 10 Jahren noch mit Uhren zu tun haben, weil das ist so eine Leidenschaft, wenn die einen infiziert hat, bleibst du dabei. Geht gar nicht anders. Weißt du, das ist Autos, Uhren, das weiß ich jetzt schon, wird mich in 10 Jahren immer noch genauso beschäftigen. Wäschst du dein Auto selbst? Mal so, mal, ja, jein, mal so, mal so. Welches Accessoire darf in deinem Outfit niemals fehlen? Das ist eine gute Frage. Der Schnürres. Bist du in diesem Moment glücklich? Doch, schon. Bist du adelig? Ja. Glaubst du, der Uhrenhype ist zu Ende? Nein, dann würde die Ware nicht immer noch über Liste gehandelt und Uhren unterliegen einem Hype oder zumindest einem, sage ich jetzt mal, Nischenhype ja schon seit 15, 20 Jahren und das wird immer mehr, das wird nicht weniger. Welches Tier beschreibt am besten deine Persönlichkeit? Wahrscheinlich die deutsche Dogge. Uhren ohne Box und Papier kaufen? Ja, wenn du sie nur tragen möchtest, ist das kein Problem. Die Uhr sollte natürlich günstiger sein und Box und Papiere sind keine Besitzurkunde, sondern in den meisten Fällen ja einfach nur ein Garantiezertifikat. Da kann man schon mal nach Ablauf der Garantie drauf verzichten. Welche Uhr magst du überhaupt nicht? Muss ich mir Gedanken drüber machen. Können wir die Frage nach hinten anstellen? Nee. Welche Uhr mag ich überhaupt nicht? Weißt du warum? Nicht? Weil wir wissen, dass du nie irgendwas Schlechtes über irgendjemanden oder irgendetwas sagst. Ja, aber welche Uhr mag ich überhaupt nicht? Boah, das ist schwierig. Welche Uhr mag ich gar nicht? Dann wahrscheinlich am ehesten sowas wie Porsche Design, obwohl ich nichts gegen die Marke habe. Und die haben auch coole Sachen schon gebracht, aber ich habe einfach gar keinen Bezug zu der Marke. Würdest du einen Anhalter mitnehmen im Auto? Habe ich schon gemacht. Hast du gemacht? Würdest du es noch machen? Ja, war jetzt keine große Sache. Hast du bei den Fragen bis jetzt gelogen? Nein. Warte, warte, ich muss erst so weggucken und dann so, nein. Wie feierst du Weihnachten? Mit Mutti und meiner Patentante. Worauf könntest du verzichten? Gürtel oder Socken? Gürtel. Ich kann ja Hosenträger tragen. Revision alle 5 Jahre? Nein. Welche Uhrmarke lässt sich momentan am schwersten verkaufen? Glashütte Original. Köln oder Bonn? Boah, beides nett. Aber ich mag Bonn. Ich bin halt gebürtiger Bonner. Bonn. Welches ist deine absolute Traumuhr? Roségoldene Offshore am Roséband. Rosé! Hast du eine Lieblingskomplikation bei Uhren? Ja, grundsätzlich ist es der Chronograph, weil der Uhr einfach einen sportlichen Charakter gibt, obwohl ich nie in meinem Leben einen Chronographen aktiv genutzt habe. Moment, Wasserdichtigkeit. Das ist mir das Wichtigste. Ja, schon mal eine Uhr verloren? Gott sei Dank noch nicht. Welche war die
erste Uhr, die du bei Kolomatsch verkauft hast? Das war eine Union Glashütte, ein Chronograph. Ich kann mich noch sehr gut an den Kunden erinnern. Bis heute ruft er mich hin und wieder noch an und wir sprechen darüber. Wie lange war dein längstes Kundengespräch? Oh, das ist schwierig. Du weißt, ich verliere mich häufig. Ne? Deshalb stelle ich die Frage. Lost im Gespräch. Also ich denke, 1,5 Stunden. Welches Auto fährst du aktuell? Einen Aston Martin Vanquish S, und zwar den klassischen der ersten Generation. Hattest du mal einen negativen Schufa-Eintrag? Nein. Hast du schon mal gelogen? Mit Sicherheit. Ja klar, hör mal. Kennst du alle deine Arbeitskollegen mit Vor- und Nachnamen? Aber sicher. V8 oder V12? Beide stark. Aber jetzt aktuell, wo ich einen V12 Sauger fahre, das ist ja ein 6 Liter Sauger, würde ich sagen V12, weil diese Komplexität im Sound des Motors so geil, das gibt's gar nicht. Alter, das ist der helle Wahnsinn. Und der V8 Sauger vom Ferrari zum Beispiel, der ja auch sehr, sehr hoch gedreht hat, der hatte auch ein unglaubliches Volumen. Das ist schon beides sehr, sehr stark. Es ist natürlich auch die Frage, wie wird das transportiert? Und bei diesen beiden Autos, wo ich das Glück hatte, die beiden Motorkonzepte V8 Sauger und V12 Sauger zu fahren, das sind auch wirklich Autos, die einfach soundtechnisch die oberste Liga sind. Welche Uhr würdest du dein Leben lang tragen? Goldene Daytona am Goldband. Weißes Blatt. Stark. Würdest du nochmal studieren? Auf jeden Fall. Ich habe Geschichte, Philosophie studiert. Das habe ich ja nicht studiert, weil ich damit später irgendwie... sondern das war für mich einfach ein Studium aus dem Interesse. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen, also wehmütig schaue ich schon auf die Zeit im Studium zurück, weil man da halt einfach... Das war schon chillig. Die Freiheiten, die du hast, ja, die Lebensqualität, die dir das gibt. Du bist sowieso dann in der Stadt, in meinem Fall war es Bonn, und dann gehst du dann noch eine Kleinigkeit essen, rauchst eine Zigarre in der Stadt. Das ist top, top, top. Besser geht's nicht. Wenn du Markenbotschafter wärst, für welche Brand? Uhren, Autos? Du kannst aussuchen, was du willst. Also ich darf mir jetzt eine Marke aussuchen, von der ich Markenbotschafter würde. Ferrari. Boah. Beste Damenuhr? Beste Damenuhr ist, denke ich, eine 36 mm Datejust mit Jubileeband. Geriffelter Lünette in Stahlgold mit Brillanten. Ich sag dir auch, warum. Die Uhr ist elegant, die Uhr ist sportlich. Sportlich durch die Größe, elegant durch die Konfiguration. Kann zu allem getragen werden. Hat mit 72 Stunden Gangreserve eine akzeptable Gangreserve. Ja, stimmt. In Stahlgold ist sie zu jedem Metall tragbar. Was war deine persönliche Fehlkaufuhr? Also, ich hatte mal eine IWC 3714 in Roségold. Die hatte ich nicht lange. Vielleicht die. Lieblingshunderasse? Oh, das ist schwierig. Ich würde jetzt so auf den Bauch heraus, würde ich sagen, eine deutsche Dogge. Von welcher Uhr würdest du immer abraten? Von welcher Uhr würde ich immer abraten? Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, die Leute aufzuklären über den Wiederverkauf von Uhren. Ne? Weil ich als Händler natürlich weiß, wie schwer es sein kann, nachher etwas zu verkaufen, was vom Markt nicht so aufgenommen wird. Deshalb würde ich jetzt sagen, Glashütte Original. Wenn du dir irgendeinen Beruf auf der Welt aussuchen dürftest, welcher wäre das? Uhrenverkäufer bei Cologne Watch. Welcher ist der beste Uhrenhersteller, abgesehen von Wert und Preiserhalt? Lange und Söhne. Liest du die YouTube-Kommentare? Ich nehme immer mal wieder die Zeit und lese mich in die Kommentare rein. Ich lese aber bei Weib nicht alle Kommentare. Also weil das einfach, das sprengt den zeitlichen Rahmen. Und du musst ja auch überlegen, es kommen ja immer Kommentare noch nach. In welchen Abständen gehst du zum Friseur? Einmal im Monat. Ja, guck mal, da muss er lachen. Welches Essen könntest du jeden Tag essen? Thailändisch. Hast du jemals eine Uhr von dir verkauft, wo du es bereut hast, dass sie weg ist? Ja, 100%. Also ich habe immer was mit dem Geld gemacht, wo ich das dann wieder unterbringen konnte, dass ich Spaß dran hatte. Aber ich habe zum Beispiel eine goldene Daytona abgegeben. Du weißt, damals, als ich einen Ferrari gekauft habe. Und es ging nie darum, dass ich es bereut habe aus finanziellen Gründen. Ne? Nein. Ich habe auch damals eine Royal Oak abgegeben, die hat sich danach extrem stark entwickelt, aber da habe ich jetzt nie gesagt, Mensch, hätte ich die heute noch, die wäre jetzt das und das wert. So nicht. Aber die goldene Daytona habe ich vermisst im Nachhinein. Mhm. Und jetzt die goldene Submariner, muss ich dir sagen, vermisse ich auch. Würdest du auswandern? Klar. Wenn die Modalitäten stimmen. Ja. Monaco zum Beispiel. Weißt du, wenn du die Möglichkeit hast, in Monaco Fuß zu fassen. Ich liebe Monaco. Das ist für mich... Welcher Kunde ist dir immer in Erinnerung geblieben? Lustigerweise werde ich häufig von den Kunden angesprochen und dann sagen die, sie können sich noch an mich erinnern. Sag ich, ja klar, erinnere mich. Welcher Kunde ist mir in Erinnerung geblieben? Wir hatten einen Kunden, ich kann natürlich jetzt keinen Namen nennen, der hat bei mir immer große Komplikationen gekauft. Der Apo weiß auch, welcher Kunde das ist. Und hat dann immer nach zum Beispiel 2 Monaten hat er dann gesagt, ja, die Uhr geht meinetwegen in der Woche zu viel nach, geht zu stark nach, hat ein
beispielsweise oder zu wenig Gangreserve und hat dann danach immer darauf gepocht, dass die Uhr, der hat immer nur große Komplikationen gekauft, ewige Kalender und so, ne? Er hat dann darauf gepocht, dass die Uhren quasi zum Hersteller geschickt werden müssen für eine Revision. Und das ging einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und dann mussten wir wirklich dem Kunden sagen, pass auf, wir können Ihnen keine Uhr mehr verkaufen, weil er hat nachher einfach immer diese Revision beim Hersteller versucht rauszuziehen. Ja, ja. Und das hat nachher die Margen aufgefressen. Ja, ja. Auf der einen Seite ist es ein Kunde, der immer wiederkommt. Entsprechend machst du dem natürlich sehr, sehr gute Preise und du hast sehr lange Gespräche mit ihm und nimmst dir sehr, sehr viel Zeit. Auf der anderen Seite war es nachher einfach kein lukrativer Kunde. Und es war auch sehr anstrengend und sehr müßig, weil die Uhren kamen immer wieder. Und dann haben wir irgendwann gesagt, stopp. Und das ist mir im Kopf geblieben. Wenn auch keine schöne Geschichte jetzt an der Stelle. Das stimmt. Hast du jemals eine Uhr zur Liste bekommen? Klar. War auch weit unter Liste. Welchen Tipp kannst du... Meine erste Submariner, ich habe 3.700 Euro bezahlt. Boah, das beim Händler, beim Conzi. Neu. Das 2005. Welchen Tipp kannst du jungen Menschen geben? Also wenn ihr auf was Spezielles Lust habt, lasst euch auf jeden Fall darauf ein. Nehmt euch auf jeden Fall die Zeit. Informiert euch, was es heißt, in diesem Berufsfeld Fuß zu fassen. Und geht immer auch den Extra-Schritt, die Extra-Meile. Es lohnt sich, weil wenn ihr nachher jeden Tag mit einer Ware oder mit einem Produkt oder mit einem Themenbereich arbeiten müsst, dann muss es etwas sein, was euch begeistern kann. Ansonsten langweilt man sich sehr, sehr schnell. Verfolgst du Uhren-YouTuber? Ja, also wir haben ja auch beispielsweise ein paar YouTuber, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich freue mich immer, die Videos auch von denen dann parallel zu schauen. Ich verfolge natürlich viel, viel mehr Auto-YouTuber, weil das einfach nochmal ein Thema ist. Das ist, weißt du, für mich ist natürlich nach der Arbeit, du weißt selber, wir haben hier circa 10 Stunden in der Firma, jeden Tag, 5 Tage die Woche, die wir ausschließlich hier über Uhren sprechen. Dann hast du in der Regel immer nochmal abends circa eine Stunde, wo du dich fortbildest. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist dann ja keine Arbeit, weil du machst es ja freiwillig, weil es ist ja dein Hobby. Ja, ja. Ne? Aber zum Beispiel Auto-YouTuber, Auto-Videos gucken, das ist häufig für mich so ein Thema, wo ich wirklich ein Stück weit entspannen kann. Das ist dann für mich Freizeit. Das ist Freizeit. Ja. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz mit Zucker. Wenn du bei einem Film mitspielen dürftest, welcher wäre das? Tja, hättest du mich jetzt vorher gefragt, hätte ich gesagt Manta Manta 2, aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, Terminator. Lieblingsparfüm? Hermes Rockaba. Welche Luxusuhr ist deiner Meinung nach eine sichere Investition? Also Invest, dann würde ich immer sagen Rolex. Steller, welche Uhr würdest du empfehlen von einem Modehersteller? Eine Uhr von einem Modehersteller? Boah. Also Chanel hat sich auf jeden Fall etabliert mit diesen Keramikgeschichten. Ich denke auch, das ist so eine Uhr, die man immer wieder erkennt, auch wenn ich auf jetzt einem Kunden nicht unbedingt dazu raten. Also ich finde, der Preis und das Leistungsverhältnis, das stimmt da nicht ganz überein. Aber das wäre dann doch schon eine Uhr, die einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Welche Neuvorstellung dieses Jahr gefällt dir besonders gut? Ehrlich gesagt, ich fand zum Beispiel die GMT sehr schön mit dem Jubiläumband. Entschuldigung. Tudor GMT mit dem weißen Zifferblatt. Okay, finde ich eine sehr interessante Uhr. Hast du jemals was geklaut? Nein. Was kannst du gut kochen? In Anbetracht der Tatsache, dass ich eigentlich versuche, nie zu kochen. Rührei? Apo hat das selber gesagt. Ja. Was war die teuerste Uhr, die du jemals verkauft hast? Boah, kann ich hier so nicht mehr sagen. Wahrscheinlich eine lange irgendwas um die 110.000 Euro. Lebst du gesund? Auch da habe ich mich am Wochenende wieder mit jemandem unterhalten und der hat gesagt, wie er sich ernährt. Er ernährt sich bedeutend gesünder als ich. Ja, hatte schlechte Gewissen, ne? Da kommt das schlecht. Da kam bei mir wirklich, ich musste lachen. Da sagt er, warum lachst du? Und da sage ich, naja, weil ich mich bedeutend ungesünder ernähre als du. Hm. Und er quasi schon gesagt hat, ich muss an meine Gesundheit denken, ich ernähre mich jetzt so und so und ich esse häufig Gemüse und so weiter. Wenn du dich entscheiden müsstest, teures Auto oder teure Uhr? Ja, pass auf, also weil ich mit, es ist so, eigentlich brauchst du als Mann ja ein Stück weit beides. Ja, aber du hast nur eins. Ja, genau. Aber das sind praktisch so die beiden Interessensfelder, die ich habe, Autos und Uhren. Ich würde dann trotzdem sagen Autos, weil ich einfach mit Uhren jeden Tag konfrontiert werde, weil ich jeden Tag mit Uhren arbeite und weil Autos ein Stück weit für mich natürlich auch ein Freiheitsgefühl sind. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das ist so ungefähr wie, wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris. Alle. Alle. Wirst du auf der Straße erkannt? Ja. Und ich freue mich da wirklich drüber. Also häufig sprechen mich die Leute an und das ist immer total schön und total sympathisch. Welche Uhr wird steigen?
Billige Sache. Eine billige Frage. Mega aus jetzt, wo sie eingestellt ist. Ist der YouTube Cologne Watch-Kanal ein Erfolg? Wir gehen ja immer sehr selbstkritisch an die Sache ran, du weißt das. Wir diskutieren auch immer sehr selbstkritisch über das Thema. Ich denke schon, allein die Fanbase, die wir haben, allein das Feedback, was wir bekommen, ich meine, allein, dass täglich hier Leute reinkommen, die uns ansprechen auf den Kanal, die uns auf die Themen ansprechen, da sieht man, dass der Kanal Erfolg hat. Trotzdem, denke ich, sollten wir jetzt auch, also ich meine, wir sind ja jetzt hier gerade unter uns, wir sind ja unter uns. Trotzdem sollten wir immer daran arbeiten, dass der Kanal halt noch mehr Zulauf hat, dass es noch interessanter wird, dass die Themen gleichbleibend interessant sind und eben auch noch mehr Leute quasi, also ich habe ganz viele Kunden, die kommen rein, die sagen, ey, durch euren Kanal informiere ich mich über Uhren und bin überhaupt auf das Uhrenthema aufmerksam genommen. Und ich finde, das ist eines der schönsten Komplimente, was das man stimmt. so bekommen kann. Bist du immer fein gekleidet? Also ich habe, selbst meine Adidas-Jogginganzüge sind gewaschen, wenn du das meinst, oder was? Ja, die letzte Frage. Schaust du jedes einzelne unserer YouTube-Videos? Nein. Unglaublich, oder? Der spricht hier 33 Minuten in die Kamera und guckt sich dann am Sonntag nicht an. Ey. Nicht immer, Mann. Ey, hör mal, Armin. Ist auch okay. Hast du jedes Video geguckt? Aber hallo, sagt er, ich habe es ja sogar geschnitten. Ja, danke dir, Henry. Armin, mein Lieber. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke. Hast du noch irgendwelche Worte, die du uns mitgeben möchtest? Ihr habt es überstanden. Ja. Ich auch. Der Roast bei Cologne Watch. Bis später. Was denn? Danke dir. Macht's gut. Hinterlasst auf jeden Fall ein Like, hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar. Geht ans Glöckchen. Vielleicht wird das Video noch einen Teil haben. Ach, es wird noch einen Teil haben? Ich weiß es nicht. Schreibt mir doch auf jeden Fall, welche Fragen ihr euch an uns vielleicht wünschen würdet. Vielleicht können wir auch mal ein Video machen, wo wir Zuschauerfragen beantworten. Genau. Das wäre super geil. Perfekt. Pass auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Ja, schön, dass der Armin mal wieder in Düsseldorf ist. Wir gehen heute die Preise durch von YouTube. Enes und ich nehmen heute den Laden auseinander. Es ist wieder soweit. Ja, ihr habt jetzt eure YouTube-Preise, die ihr vorstellt. Ich bin sehr gespannt, was hier auspackt. Ja, dann legen wir mal los, ne? Ja. Da haben wir den Koffer. Wir fangen mal an bei der Oyster Perpetual, hier oben rechts. Eigentlich wunderschöne Uhr mit dem silbernem Ziffernblatt und den goldenen Zeigern, goldenen Indizes. Ich finde eigentlich auch eine mega unterbewertete Uhr. Leider. Ja, Etikettpreis 10,5. Die Uhr ist nagelneu aus 22. Die hauen wir raus für 9,5. Das ist ein cooler Preis, auf jeden Fall. Also definitiv. Man ist unter 10.000 Euro. Also Rolex war unter 10. Ja, Rolex Komm, unter 10. Herrengröße, neue Uhr, dazu sagen. 41 mm. Weiter geht's mit einer Uhr, ich glaube Angelo da. Boah, super. Das ist mal, ja, also man braucht als Taucher keine Gewichte mehr, man hängt sich die Uhr einfach nur noch ans Handgelenk und dann geht's ab. Dann tauchst du unter, ja? Da kannst du wirklich hier erstmal ab Null tauchen machen. Mit der Uhr, das ist der Hammer. Also die Uhr hat einen Durchmesser von knapp 50 mm, was eigentlich für ein normales Handgelenk schon sehr, sehr groß ist. Also die Uhr ist schon, ja, gerade für die Zwecke Tauchen nahezu prädestiniert. Schon sehr speziell. Ja, also, aber die Uhr hat schon so seine Fangemeinde. Ne? Also, die hat definitiv ihre Fangemeinde. Also das ist halt etwas, das verkaufst du nicht einfach irgendjemanden, sondern das sind halt Kunden, die halt auch wirklich die Uhr nutzen. Also so, wie sie, wofür sie halt konzipiert wurden. Und oder halt, du bist ein riesen Fan von sowas, ne? Ja. Muss halt auch dementsprechend das Handgelenk haben oder halt immer einen Taucheranzug. Ich finde die schon optisch cool, ne? Die sieht voll abgespaced aus. Ich finde die auch mega, aber. Ja, Preisfrage. Preisfrage. Und Preisfrage haben wir hier anstatt 7,9. Die Uhr hat leider keine Box, keine Papiere. Mhm. Die würden wir abgeben für 6,5. Ja, 6,5. Und das war der Preis, der vorher drauf stand. Ne? Also du kannst das gerne nochmal einblenden. Ja. 8,9 war sie inseriert. So, weiter mit einer Breitling. Geht wieder mit so schweren, großen Dingern weiter, ne? Ja. Das Band ist halt auch cool, ne? Ist auch eigentlich fast identisch, so ein Milanese-artiges Band. Super, ne? Ja. Also mega angenehm. Das ist eine 44er, oder? Die hat 44 mm. Ja, das ist eine 44er Super Ocean. Ja. Ja, auch Für den Alltag eigentlich wunderschöne Uhr, Klassiker, Chronograph und die Uhr ist auch mit Boxpapieren. Kommt relativ neu sein, ne? Ja, ist aus 21. Die hat eigentlich minimale Gebrauchsspuren an der Schließe, aber die sieht optisch eigentlich sehr, sehr gut aus. Und da würden wir anstatt 4,7 4 glatt machen. Also da haben wir 700 Euro gespart. Auch ein sehr geiler Preis, definitiv. Also 4.000 Euro eine Breitling, der größte mit den Komplikationen. Ich finde sowieso Breitling
stellt sich auch da immer besser auf. Also die haben richtig schöne Uhren mittlerweile im Programm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mit der Thematik anfängt, die meisten wollen eh eine Uhr haben mit einer drehbaren Lünette, gerade so den Kontrast weißes Blatt oder cremefarbenes Blatt mit einer schwarzen Lünette. Die nächste Lünette, die macht einen schönen Sound. Ja, das ist eine Submariner, die fünfstellige Referenz. Ja. Mit den blauen Ziffernblatt, blaue Lünette, auch wunderschöne Uhr. Super Zustand. Die ist auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Also, für das Alter. Ich muss schon sagen, ich mach die mal um. Und, ist das die 91er? Das ist die das ist die 92er. Okay. Da ist leider auch nichts dabei. Keine Box, keine Papiere. Die würden wir abgeben für, muss ich mal gerade spicken, für 29,5. Für eine Vollgolduhr. Ne? Also, ja, top Zustand. Ja, es ist halt auch der Zustand, der viel da beiträgt. Ne? Wenn eine Uhr natürlich in einem sehr schlechten Zustand nimmst, dann kriegt man so eine Uhr auch vielleicht günstiger. Aber Zustand ist das schon ein sehr, sehr guter Preis. Da würde ich auch nicht am falschen Ende sparen. Und weiter geht's. Weiter machen wir. Ja, wunderschöne Uhr, ne? Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was es da für einen YouTube-Preis für gibt. Die Uhr sieht schon teuer aus, ne? Meinst du die Overseas? Ja. Ja, ja gut. Also da gibt es auch so eine kleine Geschichte zu. Das du meinst die Papiergeschichte? Ja. Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache. Es ist erstmal eine Overseas in Stahl, Dual Time. An sich eine wunderschöne Uhr. Die Uhr war ja auch mal eine Zeit lang sehr, sehr teuer. Hat sich jetzt wieder ein bisschen eingefangen. Ja, mit den Papieren, die hat leider keine Papiere mehr. Die haben wir hier im Geschäft verbummelt. Oh. Ja. Also das haben wir irgendwie, ja. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also irgendwo hier müssen die sein, aber wir haben die ehrlich gesagt nicht mehr auffinden können. Ja. Und eine Box hat sie, die kostet jetzt 28,5 und wir würden die für 25 abgeben. Boah. Der aktuelle Listenpreis ist glaube ich 27,5 oder 27 so im Dreh. Und also Unterliste. 25 Unterliste, ja. Ja. Also für eine Uhr, die normalerweise sich so extrem entwickelt hat, ja. Ne? Also 25.000 Euro, eine Uhr mit integrierten Bandanstößen, geile Uhr. Gehen wir nochmal auf die Datejust ein. Brutaler Deal. Ja. Ja, Datejust 41, Glattlünette, Diamantziffernblatt, Schwarzblatt. Geht immer. Also die Kombination. Wunderschöne Uhr. Ja. Natürlich viele präferieren eher das Jubiläband, aber die Uhr hat natürlich auch ihre Fans, sag ich mal. Ne? Kann man so sagen? Gerade wegen der Thematik. Du hast eine glatte Lünette, du hast ein Oysterband und das Ganze wirkt optisch einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen ausgeglichener. Ich finde, das hat halt, du hast halt eine Uhr, die ist eigentlich sehr schlicht gebaut, ne? Obwohl es halt ein Stahlgold ist. Oysterband, glatte Lünette, sehr dezent gehalten, aber dann halt die Brillis auf dem Blatt, das ist dann auch so ein bisschen. Das gibt der Uhr noch mal ein bisschen Feuer. Ne? Das Hallöchen. Ja. Das gewisse Hallöchen. Also ich finde es eigentlich cooler aus. Was kostet die denn? Die kostet jetzt 15.000 Euro, also 14,9 normalerweise. Mhm. Wir würden die abgeben für 13,5. Oh, was kostet die Liste? Liste. Das sind wir, glaube ich, ungefähr bei. Müssen wir mal gucken. Ja, ich denke, hier sind wir schon. Ich denke, schon. Also ich meine schon so bei 15, ja, 16, ne? Ja, ja. Also weit in der Liste. Die Uhr sieht auch neu aus, ne? Ja, die ist fast wie neu. Die ist nicht umgetragen, aber wie neu. Und diese letzte Uhr, ne? Ach so, vintage. Die letzte Uhr, also. Kommen wir erstmal hierzu. Okay, okay. Ja. Die Vorletzte. Ist auch eine wunderschöne Uhr. Für eine Vollgolduhr, eine Unisex-Uhr, ich würde sogar eher sagen, es ist mittlerweile nicht mehr Unisex, das ist eher eine Damenuhr, oder? Ja, also die hat jetzt eine Aftermarket-Diamantlünette bekommen. Dadurch wirkt die Uhr halt ein bisschen weiblicher, sage ich mal. Ja. Mit, vor allem mit diesem, was ist das, Bordeaux-Braun? Ja, das ist so rot-braun. So ein rot-braun Lederband. Kastanienton. Theoretisch kann man das wechseln. Jetzt halt fest, der Preis. Jetzt so wie sie ist, würden wir sie abgeben für. Day-Date. Also keine Date, das ist ein Day-Date. Ne? Also Datumscheibe, englische Datumscheibe, also steht Sunday drauf. Die würden wir abgeben für 7,5. Anstatt 9,9. Und das 7. ist, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, sogar unterm EK. Oder EK. Ja, es ist auf jeden Fall ein freies Niveau von vor 6, 7, 8 Jahren. Aber die ist halt wiederum, die ist halt auch speziell, das muss man sagen. Die ist halt auch. Muss man tragen können. Wir haben einige Kunden gehabt, die sich die Uhr angeschaut haben und auch immer überlegt haben, aber es ist halt schon etwas spezieller. Ja, es ist natürlich auch eine alte Uhr. Man darf das nicht vergessen. Hier ist allerdings nichts dabei. Wobei habe ich das nicht gesagt. Nee, das ist nur die Uhr. Nur die Uhr, ja. Ja. Die nächste Uhr, brutaler Wecker. Ja.
Man kann sagen, was man will. Die Uhr hat auf jeden Fall ein Maximum-Erscheinungsbild. Also ja. Vollgold, 36, dann dieses, ich finde diesen Retro-Look, finde ich einfach brutal. Ist, ne? Ein Quarz, also, aber, ne? Ist ein äußerer Quarz, Day-Date. Ja. Ja, ich verstehe gar nicht, warum die noch hier ist. Also, dass wir jetzt hier einen Preis machen. Ich finde, die Uhr hat ein brutales Image. Also so jetzt, wenn du die bei jemandem Handgelenk siehst, die Uhr sieht schöner als die klassische. Ich weiß, das ist jetzt böse, was ich sage. Der einzige Upturn bei der Uhr ist einfach, dass sie ein Quarzwerk hat. Finde ich noch nicht mal. Für den Preis, wie sie schon jetzt drin war, war sie brutal. Ist natürlich auch eine Uhr ohne Box, ohne Papiere. Die ist von 1978 übrigens bestes Jahr. Was kostet der Spaß? Kostet 13,9. 13,9, okay. Ja. Und jetzt wird es wahrscheinlich meinen Preis hören. Dein YouTube-Preis. Mein Rasurpreis ist Drumroll. 11.000 Euro. Boah, ich weiß gar nicht, was kostet die. Also Goldwert ist wahrscheinlich Alter. So 4. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Aber ist es eine Vollgold-Rolex, also für knapp 10.000 Euro. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Preise, also wann waren die Preise letztes Mal so, dass man eine Vollgold-Day-Date oder... Vor fünf Jahren. Tja. Nicht schlecht. Gute YouTube-Preise, danke euch. Gerne. Wir gucken mal nächste Woche, was wir machen. Ne? Ich bin nächste Woche hier. Wir haben jetzt auch ein anständiges Licht. Die Sonne ist jetzt da. Das ist jetzt erstmal der Anfang. Die Sonne. Ne? Das ist der Anfang hier. Ja. Das ist der Anfang. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Dankeschön. Danke dir, Amir. Schön, dass du wieder da warst. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.